Ich bin der Max. Und hi, ich bin der Felix. Und wir zeigen euch jetzt, was ein Elektriker bei VRF so macht. Das erste Lehrjahr auf alle Fälle erstmal die ganze Grundwissen erneuern, auffrischen, also jetzt mal wissen, um was es eigentlich hier geht, was man machen muss. Gerade Kabelkanäle installieren macht Menge Spaß. Zweite Lehrjahr wird Programmierer groß geschrieben, also auch in der Schule. Und im dritten Lehrjahr, da kommt dann eigentlich das Pneumatik hauptsächlich noch dran mit Programmierer. Und im vierten Lehrjahr wird nochmal alles grundsätzlich wiederholt. Es ist so, dass die Abwechslung an sich verdammt cool ist, muss man sagen. Man ist entweder an der Anlage oder an einer anderen Sondermaschine. Es ist jede Anlage wirklich unterschiedlich. Also in der Berufsschule merkt man schon auch, dass Mitschüler von anderen Unternehmen weniger Variationen haben. Wir arbeiten jetzt so effektiv an der Anlage mit und das Zusammenarbeiten, weil das ist wirklich so, einer ist vom anderen abhängig hier in der Firma. Die Produktdesigner, die Sachen, wo wir dann eigentlich so gut wie gesagt aufbauen mit der Industriemechaniker. Genau. Da hängt hier alles irgendwie zusammen und ist alles familiär, der Chef ist nett und verbindet auch familiär einfach. Sehr familiär.